Wir begrüßen heute Vizekanzler und Außenminister Dr. Michael Spindlecke bei uns hier im Volaté-Studio. Guten Tag, Herr Vizekanzler. Freut mich sehr. Freut mich auch, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Herr Vizekanzler, erstmals in Ihrer Karriere als ÖVP-Bundesparteimann liegen Sie in Umfragen vorne. Natürlich geht es um die Umfrage zur Volksbefragung, Wehrpflicht, ja oder nein, Berufsheer, ja oder nein, am 20. Jänner. Es scheint tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung Ihrer Meinung zu sein. Wie gefällt Ihnen der Platz an der Sonne? Platz an der Sonne ist immer ein schöner, selbstverständlich, aber ich darf klar sagen, hier geht es nicht um eine Frage ÖVP-SPÖ, hier geht es um was anderes, um die Sicherheit Österreichs. Wir werden in diesem Jahr noch eine Frage haben, ÖVP-SPÖ, bei der Nationalratswahl, aber jetzt ist das was ganz anderes. Und ich sehe auch, das ist nicht parteipolitisch aufgesetzt. Es gibt auch viele Befürworter der Wehrpflicht, die aus dem sozialdemokratischen Lager kommen. Und darum geht es mir wirklich um diese Grundsatzfrage. Muss jeder Österreicher auch einen Beitrag leisten für das Land? Oder haben wir eine Vollkasko-Mentalität in dem Staat, die ich persönlich ablehne? Jetzt gelingt es Ihnen ja doch nicht, politisches Kapital zu schlagen, aus der Tatsache, dass die meisten Österreicher Ihrer Meinung sind. In der letzten Gallup-Umfrage vom 12. Jänner lag die ÖVP bei 23%, knapp vor der FPÖ und ziemlich weit hinter der SPÖ. Ist das nicht frustrierend aus Ihrer Sicht? Na, es geht noch einmal nicht darum, daraus jetzt das parteipolitische Kapital zu schlagen. Ich bin überzeugt, wenn die Abstimmung am Sonntag wirklich so ausgehen wird, dass die Mehrheit für die Wehrpflicht und den Zivildienst ist, dann ist das ein Sieg für die Österreicher, denn dann ist Sicherheit auch in der Zukunft gewährleistet. Ja, ich werde mit Sicherheit aber deswegen jetzt nicht sagen, Asche auf mein Haupt, ich habe was Falsches gemacht, weil ich vertrete ja diese Auffassung, aber nicht aus parteipolitischer Sicht, sondern weil ich persönlich auch überzeugt bin, wir müssen für die Zukunft und für unsere Sicherheit in dem Land, da kann jeder betroffen sein, auch das Richtige tun. Jeder kann einen Autounfall haben und ist froh, wenn die Rettung kommt mit einem Zivildiener und ihn rettet. Jeder ist froh, wenn eine Naturkatastrophe ist, ein Hochwasser, dass dann, wenn die Feuerwehr nicht mehr kann, auch das Bundesheer da ist und hilft. Und das muss auch in der Zukunft funktionieren. Und darum bin ich sehr dafür, dass wir bei diesem System bleiben. Mhm. Gut, sprechen wir kurz über die Volksbefragung an für sich. Verteidigungsminister Darabos hat ein Konzept vorgelegt für ein Berufsheer. Auf das ÖVP-Konzept warten wir noch. Warum verlangen Sie von der Bevölkerung, dass sie über etwas abstimmen soll, was sie noch nicht zur Gänze kennen? Ist das wirklich verantwortungsvolle Politik, die Sie da betreiben? Das darf ich noch einmal vielleicht erläutern. Das Berufsheerkonzept ist ein völlig anderes als das, was wir heute haben. Unser Konzept, dass wir bei der Wehrpflicht, nämlich mit den 6 Monaten bleiben, wie wir sie heute haben, und bei einem Zivildienst, so wie er heute ist, mit 9 Monaten bleiben, das ist ja unverändert. In der Richtung will ich ja auch nichts ändern. Und daher kann man das nachlesen in der Verfassung, im Wehrgesetz. Da habe ich ja keinen Systemwechsel vor. Das, was ich verändern möchte, ist eine Reform im Bundesheer, dass der, der dorthin geht, auch einen sinnvollen Dienst versieht. Und das ist eine Organisationsfrage. Und wenn man sagt, ja, wo sind die Details? Ja, ich kann gerne mit Ihnen auch erläutern, was muss bei der Pionierausbildung anders werden. Aber ob der jetzt 6 Wochen oder 8 Wochen Grundausbildung macht, wird für die Österreicherinnen und Österreicher bei der Abstimmung jetzt nicht das entscheidende Argument sein. Das, was worüber abgestimmt wird, ist ja was anderes, nämlich gehe ich in die Richtung, bleiben wir beim System, Wehrdienst und Zivildienst, so wie wir es haben, halt inhaltlich verändert und besser organisiert, oder gehen wir in eine ganz andere Richtung und sagen, ein Berufsheer, da gibt es dann keinen Zivildienst mehr. Das ist die Richtungsentscheidung, die am Sonntag zur Wahl steht. Sie glauben nicht, dass es für die Österreicher vielleicht doch relevant wäre, zu wissen, was genau Sie vorhaben? Ja, ich kann es gerne noch einmal erläutern. Das, was ich vorhabe, ist, dass wir für den, der zum Bundesheer kommt, eine erlebnisreiche Zeit gestalten. Das heißt, wenn er eine Ausbildung bekommt als Pionier, da werden wir einen stärkeren Schwerpunkt drauflegen, weil das sind die, die im Katastrophenschutzeinsatz dann wirklich tätig sein müssen, dann muss er dort gescheit was lernen, was er später auch anwenden kann. Also ich sage ein Beispiel, wenn ich heute bei einem Baumeister arbeite, wird der froh sein, wenn ich vom Bundesheer zurückkomme und habe dort gelernt, mit einem schweren Kettenfahrzeug umzugehen. Jemand, der heute super ist in IT, das ist ein, glaube ich, gerade für junge Leute beliebtes Thema, und er hat beim Bundesheer was beigetragen, auch zum Beispiel in der Systemerhaltung, um gegen Cyberkrieg vorzugehen und wie man da Systeme, Firewall und so weiter aufstellt, wird ihm das auch in seinem Beruf nützen, und das kann ich ja gut organisieren, dass das eine Zeit ist, die mir auch später nützt. Und da habe ich viele verschiedene Details, aber
Detaildiskussionen, noch einmal, glaube ich gar nicht, sind so angebracht. Es ist eher die Propaganda der anderen, die sagt, ihr habt kein Konzept, aber das Konzept, das wir vertreten, ist eben das, das wir haben. Und daher brauche ich dort jetzt auch nicht was Völliges Neues, wo ich alles auf den Kopf stelle, vorstellen. Gut, gehen wir weiter. Laut einer Studie des Verteidigungsministeriums waren in den letzten 5 Jahren nur gute 6,3% der Wehrdiener tatsächlich im Katastropheneinsatz. Mhm. Im Jahr 2008 hatten wir einen Höhepunkt mit 13,2%. Ist es tatsächlich notwendig, dass wir 22.000 bis 24.000 junge Männer jedes Jahr einziehen, nur um den Katastrophenschutz sicherzustellen, wenn dann letztendlich nur 6,3% tatsächlich zum Einsatz kommen? Mhm. Nicht nur dafür, aber auch dafür. Das ist eben die strategische Reserve und niemand weiß, wann ein Hochwasser von einem Ausmaß kommt wie vor 10 Jahren, wo halb Oberösterreich und halb Niederösterreich geschwommen sind. Mhm. Und dort brauche ich aber dann im Augenblick so viele 1000 Mann, weil da kann ich nicht darauf warten, dass sich wer freiwillig meldet, sondern da muss auf Knopfdruck jemand da sein. Das ist so wie bei der Feuerwehr. Ich weiß auch nicht, ob ich alle großen Fahrzeuge, die alle Feuerwehren haben, in jedem Augenblick brauche. Aber dann, wenn ein Brand ausbricht und ich brauche sie, dann müssen sie auch da sein. Das ist aus meiner Sicht verantwortungslos, in einer solchen Situation darauf zu warten, dass man bei einem Berufsjahr vielleicht einmal genügend Leute haben wird, weil dann kann ich eben die Sicherheit nicht gewährleisten. Darum ist da Vorsorge angebracht und ich glaube, dass man ja vieles andere auch tun kann, wenn man beim Bundesheer ist. Und nicht nur, dass man für Katastrophenschutz da ist. Ich kann ja was anderes Sinnvolles lernen dort. Gerade bei den heute modernen Berufen, IT, kann mich auch sportlich betätigen. Das ist für junge Leute, glaube ich, auch kein Schaden. Und ich kann dort auch durchaus Erste Hilfe lernen, die wir heute alle brauchen, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind. Wagen wir den Blick ins Ausland. In der EU haben wir 6 Staaten, die die Wehrpflicht noch besitzen. Also 21 haben sie schon abgeschafft. Mhm. Zwei davon, von den Staaten, die die Wehrpflicht noch haben, Estland und Finnland, haben eine Grenze mit Russland, ein Land, mit dem sie eine längere Geschichte gewaltsamer Konflikte verbindet. Mhm. Dann haben wir Griechenland und Zypern, die mit der Türkei in einem territorialen Konflikt sich befinden. Die Ausnahmen bilden Österreich und Dänemark. Mhm. Wo sind jetzt die Sicherheitsbedrohungen, die es notwendig machen, die Wehrpflicht in Österreich zu halten? Die Sicherheitsbedrohungen haben sich insoweit geändert, dass heute nicht ein großer Außenfeind mit einer traditionellen Armee nach Österreich strömen will, sondern die Herausforderungen heute sind, dass man ja in Richtung Cyberwar, also sozusagen über Netze ein System zu stören, Bedrohungen haben und Terrorbedrohungen. Und gerade bei den Terrorbedrohungen, was wird da bedroht? Na, da werden die Einrichtungen eines Staates bedroht, die für die Infrastruktur so wichtig sind. Ein Flughafen, die Kraftwerke. Aber wie will ich die dann schützen? Da brauche ich natürlich dann auch Mannstärke, um Kraftwerke zu schützen. Stellen wir uns einmal vor, ganz vor Radlberg hätte keinen Strom mehr über Tage. Ja, das wäre eine Katastrophe. Wir müssen daher auch Vorsorge treffen, dass ein Bundesheer auch mit Mannstärke genau für diese Aufgaben gerüstet ist. Und weil Sie sagen, 21 von 27 haben ein Berufsheer, das ist ganz richtig. Aber 21 von 27 sind auch bei der NATO und 21 von 27 haben Rekrutierungsprobleme für ihr Berufsheer. In Spanien werden Asylwerber angeworben, dass sie direkt in die Armee gehen und kriegen dafür die Staatsbürgerschaft. Ja, wollen wir das in Österreich auch? Ich glaube nicht. Ja, da haben Sie natürlich schon recht mit dem Terrorismus. Nur, Österreich ist erstens nicht unbedingt das Land, das die größte Terrorismusbedrohung in der EU zu ertragen hat. Das wären dann eher Großbritannien, vielleicht Spanien. Und zweitens braucht man nicht 24.000 Wehrdiener, um einen Computer zu schützen oder ein Atomkraftwerk, das wir ohnehin nicht besitzen. Ja, wir haben aber viele andere traditionelle Kraftwerke und Sie geben gerade das Stichwort. Es haben auch 17 von 27 Ländern in Europa, das ist auch ein Trend, Atomkraftwerke. Deswegen haben wir es trotzdem nicht gemacht, dass wir in Österreich eines errichten. Errichtet haben wir es schon, aber dann durch eine Volksabstimmung danach gesagt, wir nehmen es nicht in Betrieb. Und das war eine richtige Entscheidung. Man muss nicht immer im Trend aller anderen sein. Wir brauchen eine österreichische Lösung. Und gerade hier in Vorarlberg ist, glaube ich, das Beispiel der Schweiz ein durchaus schlagendes. Die Schweiz sagt von sich aus, wir werden niemals die allgemeine Wehrpflicht aufgeben, weil wir wollen auch sicherstellen, dass Verteidigung für uns in diesem umfassenden neuen Bedrohungsfeld funktioniert.
Und dort ist die Bedrohungslage auch nicht so, dass die Terrorbedrohung sich gerade auf die Schweiz richtet. Und trotzdem tun sie das, also wohl auch aus guten Gründen. Trend ist ein gutes Stichwort. Haben Sie nicht das Gefühl, mit Ihrer Position ein wenig gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, wenn eben alle anderen das Berufsheer einführen und wir nicht? Ja, ganz richtig. Und ich schwimme ganz bewusst gegen den Trend. Es haben 24 von 27 auch die Gentechnik und sagen, ohne das können wir eigentlich gar nicht mehr unsere Lebensmittel produzieren. Wir haben es bewusst nicht gemacht und ich bin froh darüber. Man muss eben manchmal auch völlig gegen den Strom schwimmen und eine für Österreich richtige Lösung aufstellen. Und da bin ich überzeugt, Wehrpflicht und Zivildienst, wer weiß, wie es in ein paar Jahren ausschaut, wird für uns auch das Richtige in die Zukunft sein. Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel nennt es absurd und fast beschämend, dass sich die Regierung in dieser Frage nicht einigen konnte. Schmerzt Sie diese Kritik? Nein, ich darf ihn nur erinnern, vor 10 Jahren hat er gesagt, das wäre ein Thema für eine Volksabstimmung in Österreich, als er damals zur NATO wollte und ein Berufsheer vertreten hat. Daher sieht man auch die Wandlungsfähigkeit. Wenn jetzt die Volksbefragung am 20. nicht im Sinne vom Herrn Darabosch ausgehen sollte, kann Darabosch Verteidigungsminister bleiben? Das muss primär er selber entscheiden und die SPÖ. Ich werde ihn nicht zum Rücktritt auffordern, weil ich sage, jemand, der Österreich diese Suppe eingebrockt hat, das war eine unnotwendige, jetzt in der Regierungsperiode aufgetretene neue Facette, wir machen ein Berufsheer, der soll diese Suppe auch auslöffeln. Der hat einmal gesagt, die Wehrpflicht ist in Stein gemeißelt. Alle meine Argumente, die Sie heute gehört haben, hätten Sie vor 2 Jahren 1:1 vom Herrn Darabosch hören können. Jetzt ist alles anders, also warum soll es nicht nach dem Sonntag noch einmal anders sein? Die Koalition wird halten bis zu den Wahlen? Die muss halten bis zu den Wahlen. Ich denke nicht daran, vorzeitig zu wählen. Wir haben noch diverse Aufgaben in Europa zu erledigen, mehrjähriger Finanzrahmen. Wir müssen die Demokratiereform auch in Österreich voranbringen. Wir haben diverse Herausforderungen, auch was unser Budget anlangt. Der Budgetrahmen muss erweitert werden auf 2017. Daher arbeiten bis zum Sommer und im Herbst wählen. Herr Vizekanzler, vielen Dank für das Interview. Gerne.